freut euch einfach und seid dankbar, dass ihr einen Anteil nehmen könnt im Reich Gottes. Also Gott schaut immer nur aufs Herz. Nur aufs Herz. Er schaut nur auf dein Herz. Sinn. Doch das Leben hier ist manchmal einfach schwer. Es ist die Liebe, die mich trägt, doch kein Mensch, der mich versteht. Aber Jesus, du bist für mich da, mein Herr. Du bist für mich da. An dich glaube ich, Jesus, mein Herr. Jesus, du verlässt mich nicht und lässt mich nie im Stich. Jesus, ja, ich hoffe nur auf dich. Du bist doch immer bei mir. Ja, Jesus hat gesagt, dass wir sind gereinigt. Gereinigt, weil er für uns alles bezahlt hat. Aber er sagt zu seinen Jüngern, als er ihnen die Füße wäscht, dass wir brauchen das Wasserbad des Wortes. Die Bibel ist das Wasserbad. Und deshalb ist es uns so wichtig, so kostbar, die Bibel immer mehr zu verstehen. Mehr zu verstehen. Und ich sage euch, es gibt niemanden, der sagen kann, er hat ausgelernt. Manchmal macht es mich traurig, wenn ich höre, dass es die Meinung gibt, wenn jemand ein paar Monate oder vielleicht ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre in Schule gegangen ist und was sehr kostbar und wertvoll ist. Aber wenn dann so gemeint wird, ich habe ausgelernt. Das darf nicht sein. Hier vorne steht ein kleiner Lehrling, der nie aufgehört hat und der hoffentlich weitermacht, immer weiter lernt. Und ich sage euch was, ich lese momentan die Bibel und ich lese sie mit ganz anderen Augen, wie jemals zuvor in meinem Leben. Wenn ich die Bibel lese momentan, dann erkenne ich immer mehr die Güte und die Liebe Gottes. Und was kann ich anderes tun, als euch davon erzählen? Was kann ich anderes geben, als das, was er mir gibt? Deshalb will ich mit dir zusammen beten, dass das Wasserbad des Wortes uns heute erfrischt. Hört sich gut an, ne? Dass es uns erfrischt.
Und glaub mir, in unserer Seele, in unserem Geist ist es manchmal so, wie du jetzt dir würdest wünschen, dass über uns so eine Regendusche jetzt kommt. So braucht manchmal deine Seele das Wort Gottes. Das Wasserbad, frisches Wasser vom Thron der Gnade, von Gott persönlich. Lasst uns beten. Und auch ihr zu Hause betet mit uns. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, dass wir dürfen mehr und mehr dich erkennen in deinem guten Wort. Danke, Jesus, dass du heute zu uns hier sprichst im Haus, in deinem Haus, und dass du auch zu denen sprichst, die zu Hause sind. Egal an welchem Ort, du bist bei ihnen. Deshalb danken wir dir in den Namen Jesus. Amen. Ich habe heute ein Wort, das hoffentlich nicht zu lange dauert, und es geht eigentlich nur darum, ich habe mir Gedanken gemacht, wem gehört die Gemeinde? Wem gehört die Gemeinde? Jesus. Die Gemeinde gehört nicht mir, die gehört keinem Institution, die gehört keine Vereinigung, die gehört keine große, wichtige Männer, Menschen, sondern die gehört nur alleine Jesus. Richtig? Und die Gemeinde ist nicht das Haus hier, das ist der Raum, das ist der Ort, aber die Gemeinde bist du und ich. Richtig? Und wenn wir uns würden versammeln auf der Straße, dann versammelt sich die Gemeinde. Der Leib Christi. Und ich habe heute so überlegt, ich wusste bis vor 10 Minuten nicht, was ich predige. Und habe heute so überlegt, was ist dran? Ich will nicht mehr predigen einfach so. Ich will nicht mehr predigen, weil ich mir das rausgesucht habe oder weil ich irgendwas gehört habe oder irgendwas gelernt habe. Nein, ich will das predigen, was er will. Weil das ist das, was du brauchst. Und was auch ich brauche. Und so habe ich überlegt, wie kann man heute diese Botschaft nennen? Ich sage euch, es ist ein Satz immer wieder in mein Herz gefallen. Gewöhn dich an anders. Komischer Satz. Gewöhn dich an anders. Wisst ihr warum? Weil Jesus anders ist. Er ist anders. Er ist anders, wie die Menschen sind. Er ist anders, wie die Menschen sich ihn vorstellen. Er ist auch anders, wie teilweise gläubige Menschen über ihn denken. Gewöhn dich an anders. Er ist anders. Die Gemeinde gehört ihm. Es ist sein Leib. Und ich habe es überlegt, wenn er der Eigentümer der Gemeinde ist, wenn ihm alles gehört, dann ist der Heilige Geist der Oberbefehlshaber der Braut. Richtig. Wir sind keine normale Menschen. Richtig? Wir sind anders. Warum? Weil er anders ist. Und deshalb sage ich dir nochmal, gewöhn dich an anders. Der Heilige Geist führt unser Leben, leitet unser Leben. Der Heilige Geist ist hier drin, der Chef. Wisst ihr warum? Weil es der Geist Gottes ist. Weil es Gott ist. Gott. Dass wir Kinder das sogar verstehen. Sein Herz ist sein Geist. Und sein Herz ist mitten unter uns. Und sein Herz ist hier drin der Oberbefehlshaber. Und er leitet seine Gemeinde, seine Braut. Und deshalb geht heute dieses Thema darum, was ist unser Auftrag? Seht, dazu müssen wir wissen, es gibt eine regionale Gemeinde, eine regionale Braut. Da gibt es hier sogar in München einige. Manchmal sogar in einem Dorf einige. Und es gibt eine weltweite, eine globale Gemeinde, eine globale Braut. Richtig? Manchmal ist es so, dass es verschiedene Gemeinden, verschiedene Häuser Gottes in einer Stadt gibt. Aber dennoch gehören alle mit der weltweiten Braut zusammen. Und dann gibt es Italiener.
Und da gibt es Spanier. Und da gibt es Chinesen. Hier im Haus sogar. Manchmal freue ich mich, wenn wir dann so zusammensitzen, bei Pastoren treffen und du sitzt zusammen und da ist ein Afrikaner dabei und da ist ein Italiener dabei und jeder liebt Jesus. Und ein Inder ist dabei, der passt original zu uns, der sieht aus, als wenn er von uns ein Cousin ist. So richtig schön, Milano, braun, metallic. Ihr kennt ihn ja, unseren Isaac, vielleicht kommt er bald wieder zum Predigen mal. Und alle gehören zusammen. Das ist für mich globale Gemeinde. Alle gehören zusammen. Aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus aller Welt, aus allen Ländern. Eine globale Gemeinde, eine globale Braut, eine globale Familie. Und wir, wenn wir das außer Blick lassen, dann läuft was schief. Wisst ihr warum? Dann haben wir nur uns selber im Blick. Und ich rede auch zu denen, die heute am Bildschirm zusehen. Ich glaube, mit der Kamera müssen wir ein bisschen hochgehen. Jawohl, sonst sieht man, dass ich zu dick bin. Okay. Weil das ist nämlich so, dass es gibt diese globale Gemeinde auf der ganzen Welt, die hat einen Auftrag. Und wenn mir das nicht bewusst ist, dann verliere ich, um was es überhaupt geht. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um meinen Namen. Es geht nicht um deinen Namen. Auch ihr zu Hause, hört gut zu. Es geht nicht, wie unsere Gemeinde heißt. Bei uns ist jetzt so ein Logo da oben dran. Das war damals, weil uns das so im Herzen war. Wir wollen nur Jesus und Yeshua sein Name. Aber vielleicht steht da irgendwann mal ein anderer Name oder vielleicht ist in einer anderen Gemeinde wieder ein anderer Name. Spielt das eine Rolle? Da steht da nur dran, dass man weiß, es sind wir. Hier in der Stadt gibt es einige Gemeinden, die Jesus genauso liebt und genauso viel wert sind wie wir, die einen anderen Namen haben, aber wir gehören alle zusammen. Wenn wir das außer Blick, außer Acht lassen, wisst ihr was, dann geht es nur um uns. Und was kommt dann? Krankheit. Seelische und geistige Defizite. Dann dreht sich alles nur um uns. Dann ist es hier meine Kirche, meine Gemeinde. Na? Dann ist es hier mein Bereich, wo ich bin hier zuständig. Ich muss auch alles hier verwalten, auch alles wissen. Ich mache die Tür auf und mache die Tür zu. Auch für Brüder, die von außen uns besuchen wollen. Weil sie halt nicht zu unserer Gemeinde gehören, deshalb lassen wir die nicht rein. Merkt ihr, wie ungesund das ist? Und ich glaube, Jesus will uns heute Abend in kurze Worte und auch ihr zu Hause etwas lernen. Es gibt einen regionalen Auftrag für die Gemeinde und es ist ganz verschieden. Zum Beispiel gibt es hier in der Stadt Gemeinden, die haben diesen Auftrag, an den Bahnhof zu gehen. Sich um Menschen zu kümmern, die ganz speziell mit Sucht zu tun haben, mit Obdachlosigkeit zu tun haben. Dann gibt es Gemeinden, die hier in der Stadt tätig sind, diakonische Bereiche, hauptsächlich Schwerpunkt. Und so haben auch wir einen Auftrag. Wir hier ganz speziell. Und das hat uns Gott schon oft gezeigt. Richtig, Brüder? Wir sollen unserem Volk erzählen von der Liebe in Jesus und seiner Gnade. Und so gibt es verschiedenen Auftrag. Und alles ist wichtig. Keiner ist mehr wert, keiner ist weniger wert. Richtig? Denn gemeinsam ist im Reich Gottes die Fülle. Und alles ist da. Gemeinsam, die Braut, die Gemeinde gemeinsam hat alles, alle Gaben. Amen. Da gibt es keinen Mangel. Die globale Gemeinde hat aber noch einen zusätzlichen Auftrag und das ist, den alle haben. Was bedeutet das? Was sagt Markus 16? Geht hinaus. Verkündigt, predigt. Predigt, erzählt den Menschen das Evangelium, dass sie gerettet werden. Das ist der Auftrag.
Und jetzt seht, die Gemeinde heißt nicht ohne Grund Leib Christi. Weil wir sind gestellt. Wir sind der Leib. Und ohne Körper, ohne Leib kann ich mich nicht bewegen, richtig? Ist doch ganz klar. Wir brauchen einen Körper, einen Leib, um uns bewegen zu können. Und so will Jesus uns gebrauchen, dass er durch uns sich bewegt hier auf dieser ganzen Welt. Richtig? Dass wir sind der Mund. Dass wir sind das Ohr. Dass wir sind die Augen. Dass wir sind die Hände, die helfen. Die hochheben. Die aus der Finsternis suchen. Dass wir die Füße sind und gehen zu denen, die geliebt sind von ihm. Du und ich. Und das hat alle Kinder Gottes, haben diese Berufung. Ihn zu verkörpern. Durch uns kann er sich bewegen. Warum? Wie können wir uns das anmaßen, meinst du vielleicht? Es wohnt derselbe Heilige Geist in uns, der in Jesus ist. Derselbe Heilige Geist. Warum ist er uns geschenkt worden? Dass wir zu Hause uns selber mitleiden und es sich nur um uns dreht, um unser Leben? Damit wir hinausgehen und der Welt verkündigen, es ist ein Jesus, ein Retter, der heute immer noch rettet wie vor 2000 Jahren. Amen. Der heute auch immer noch heilt wie vor 2000 Jahren. Amen. Der heute alles kann tun, wie schon immer. Unser Jesus kann alles tun. Gewöhn dich an anders. Und wir wollen jetzt, bevor ich weiter predige, wollen wir beten für die, die krank sind. Der Wanni kam vorhin zu mir, dass die Litta Gebet braucht. Dafür wollen wir beten. Ich habe gehört von, die Perle hat mich geschrieben, dass ihr Bruder, ihr habt gehört im Gemeindechat, dass es ihm so schlecht geht und dass sie Furcht haben. Die Ärzte haben das Schlimmste vorausgesagt. Vielleicht gibt es andere Gebetsanliegen, die du jetzt hast. Vielleicht auch ihr zu Hause. Bleib sitzen, aber heb mit mir deine Hand zum Zeichen des Gebets und lasst uns beten für die, die Hilfe brauchen. Und auch ihr zu Hause betet mit uns. Denn unser Jesus ist der Herr und hat sich nie verändert. Vater, ich danke dir, dass wir dürfen kommen und jetzt alle Kranken zu dir bringen. Herr, danke, dass du anders bist, wie die Welt jemals dich erkannt hat. Du bist noch viel mehr Liebe und viel mehr Kraft und Stärke und Heilung ist in dir. Und wir nehmen es in Anspruch, Herr. Wir kommen zu dir und bringen dir diese Anliegen von ganzem Herzen und danken dir, dass du hörst und dass du es eingreifst in den Namen Jesus. Vater, und so wollen wir es annehmen, im Glauben, in Jesu Namen. Amen. Seht, wenn wir zum Beispiel jetzt beten, ist das ganz praktisch? Jetzt warst du und ich, wir waren der Mund, der gebetet hat. Richtig? Wenn du nachher vielleicht jemand besuchst und in deine Tasche packst und vielleicht 5 oder 10 oder 20 Euro in die Hand drückst und der kann einkaufen, dann bist du die Hand, die hilft. Und die Füße, die dich hintragen, um dass das Gute dort von Jesus kommt. Deshalb will ich dir das sagen. Wir haben einen Auftrag und es geht nicht um uns. Die Bibel sagt an anderer Stelle, 2. Korinther 5, Vers 20, ganz bekannt, da heißt es nämlich, so sind wir nun Botschafter an Christus statt. Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter an Christi statt. Das ist unser Auftrag. Und so gibt es einmal diesen regionalen und einmal diesen globalen, diesen weltweiten Auftrag. Und der weltweite Auftrag ist, Salz und Licht zu sein und zu helfen. Und das ist ganz wichtig für dich jetzt heute, dass wir das gemeinsam uns überlegen. Wie ist das, wer gehört zum Leib? Wer gehört zum Leib Christi? Gehörst du zum Leib Jesu? Du kannst das bekennen, ja, du darfst deine Hand heben. Gehörst du dazu?
Warum kannst du jetzt hier so einfach deine Hand heben? Warum gehörst du dazu? Weil Christus dich hat reingewaschen und dich angenommen, richtig? Du hast an ihn geglaubt. Durch den Glauben empfangen wir und durch Jesus sind wir angenommen und hineingeboren in die Familie Gottes. Wir sind wiedergeboren im Herzen. Und ich könnte viele Vollzeugnisse vorrufen. Ihr könntet erzählen, was Gott in eurem Leben getan hat, dass ihr euch selber schon verändert habt. Und manchmal ist es ganz erschreckend, wie schnell das geht. Aber es geht heute auch darum, nämlich, wenn wir der Leib Christi sind, das sagt der 1. Korinther 12, Vers 27, dass wir sind der Leib Christi und dass wir ihn verkörpern, dann bedeutet das nicht, dass du musst so reden wie ich. Du musst auch nicht so denken wie ich. Du musst auch nicht so glauben wie ich. Du musst Jesus haben. Richtig? Denn nur durch Christus bin ich ein Kind Gottes, weil ich vor Gott niemals gerecht werden kann. Und die Bibel redet sogar davon. Paulus schreibt, denn selbst durch das Einhalten von allen Gesetzen wirst du nicht gerecht. Denn das Gesetz ist dazu nicht da. Also folgedessen gibt es nur diesen einen Weg. Jesus sagt deshalb, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Und wenn du diesen Weg hast, dann bist du mein Bruder, meine Schwester. Jetzt gibt es aber welche, die stören sich an Meinungen, an Spitzfindigkeiten. Wie weit kann ein Mensch gehen, um dass er dann vielleicht doch in die Hölle kommt? Wie weit darf ein Mensch sich auf Glatteis bewegen, bevor er einbricht? Wann wird das tausendjährige Reich sein? Wann wird die Entrückung sein? Vor die Drangsal, nach die Drangsal. Was passiert dann nach dem tausendjährigen Reich? Wie wird die Ewigkeit aussehen? Wie ist die goldene Stadt? Was ist das für eine Voraussage? Was sagt da die Bibel davon? Und da kann man verschiedener Meinung sein. Und der eine sagt, er kommt vorher, die Entrückung. Jesus kommt und holt seine Braut. Und die anderen sagen, er kommt erst in der Mitte der Drangsal. Und die anderen sagen, er kommt zum Schluss. Der sagt, Jesus kommt später, ist er nicht dein Bruder? Ist er nicht deine Schwester? Gehört er nicht zu deinem Vater? Ist er nicht sein Kind durch den Glauben? Muss ich deshalb mit ihm uneinig sein? Muss es deshalb sein, dass in Deutschland und gerade unter unserem Volk, dass so viele, obwohl sie an denselben Christus glauben und denselben Jesus dienen und nachfolgen, aber in Kleinigkeiten anderer Meinung sind, warum ist das, dass sie sich gegenseitig noch nicht mal mehr grüßen? Seht, in der Welt ist es so, wie oft hat man gehört, die haben sich geschlagen. Die waren betrunken und haben geboxt. Aber nach 3, 4 Monaten, vielleicht nach 3, 4 Tagen, waren die wieder am Tisch gesessen, es war alles wieder gut. Aber jetzt, weil der eine glaubt, die Entrückung ist früher oder der andere sie ist später. Oder der eine glaubt, der darf das Abendmahl nehmen und der andere glaubt, der darf es nicht nehmen. Dann grüßen sich die nicht mehr und wollen nichts mehr zusammen zu tun haben. Gehen nicht mehr in einen Raum, nicht mehr in eine Gemeinde, die beten noch nicht mal mehr zusammen. Merkt ihr, da stimmt nichts mehr? Da stimmt nichts mehr hinten und nichts mehr vorne. Seht mal, die Bibel sagt an einer Stelle, dass Jesus gekommen ist, nicht um Frieden, um Ruhe zu bringen, sondern Vater gegen Kinder, Kinder gegen Eltern sogar, Kinder untereinander. Wisst ihr warum? Nicht weil Gott es tut, der Mensch macht es. Der Mensch macht es. Wir denken dann, wir wissen mehr wie andere, wir sind die, die richtig sind und tun die anderen verurteilen. Meint ihr, da hat Gott im Himmel Freude daran? Warum sagt Paulus, streitet nicht um Meinungen? Der Teufel freut sich, wenn wir uns streiten um Meinungen. Und jetzt sage ich dir, was macht uns zu Kindern Gottes? Dass ich denselben Auffassung habe wie du? Dass ich muss genauso sein wie du? Manche stören sich darum, weil man beim Beten die Hände hebt. Wenn ich sie heb, dann darf ich sie nur so heben. Nicht weiter. Nicht über Schulterhöhe.
Ihr lacht, das ist Wahrheit, was ich euch sage. Manche stören sich, weil man im Gottesdienst klatscht. Die modernen Lieder singen sie, aber klatschen ist verboten. Manche stören sich, weil welche zu laut mitsingen, weil welche weinen bei der Anbetung. Das kommt ihnen zu theatralisch vor, das ist zu übertrieben. Ich sage euch ehrlich, ich kann es manchmal nicht mehr verstehen. Manchmal verstehe ich das nicht mehr. Wann weckt unser Volk auf? Wann? Durch was bin ich mit euch, Bruder und Schwester? Hier drinnen finden wir unter uns alle. Wir sind viele Personen hier drin. Ich glaube, nicht zwei sind zu finden, die in allem dieselbe Meinung haben. Richtig? Nicht zwei sind zu finden, die derselbe Mensch sind. Dich gibt es nur einmal. Das zeigen alleine schon deine Fingerabdrücke. Nur einmal. Aber sind wir nicht trotzdem Bruder und Schwester? Warum? 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 Weil dasselbe Blut in unserem Herzen ist. Dasselbe Blut. Das Blut Jesu. Das macht mich zu deinem Bruder. Nicht, weil ich gut bin. Ich bin nicht gut. Nicht, weil ich viel weiß. Ich weiß nicht viel. Nicht, weil ich Prediger bin oder hier vorne spreche. Das bedeutet gar nichts. Aber weil in meinem Herzen Jesus wohnt und sein Blut in meinem Herzen ist, er mich befreit hat von aller Schuld, bin ich dein Bruder. Und deshalb sage ich dir, so ist es auch in der Welt. Vielleicht hast du Geschwister, leibliche Geschwister, die nicht so sind wie du. Vielleicht sind sie ein bisschen strenger, vielleicht sind sie ein bisschen verrückter, vielleicht sind sie ein bisschen ungehorsamer. Aber sie sind dein Bruder und deine Schwester, weil dasselbe Blut in ihre Adern fließt. Richtig? Unsere Alten haben schon gesagt, Blut ist dicker wie Wasser. Richtig? Und du und ich, wir haben dasselbe Blut. Das Blut Jesu. Und durch sein Blut sind wir hineingeboren in seine Familie. Und da sind welche dabei, die sind ein bisschen verrückt, die tanzen vielleicht, wenn sie beten. Und welche dabei, die singen ein bisschen lauter. Und welche sind dabei, die tun vielleicht in die Hände klatschen. Und welche sind dabei, die tanzen, oder da hinten ist schon der Erste. Und welche sind dabei, die tun vielleicht, ja, die Hände heben. Und welche sind dabei, die sind ganz ruhig. Aber wir sind Brüder und Schwestern. Und gehalten im Herzen zusammen, denn das Blut Jesu ist in unser Herz. Das macht uns so Brüder. Und jetzt frage ich dich, es gibt so viele Gemeinden in Deutschland. Egal wie die sich nennen. Auch wenn sie uns nicht wollen. Auch wenn sie sagen, sie wollen mit uns nichts zu tun haben, sie wollen mit uns noch nicht mal mehr beten. Sie sagen, wir sind Sektierer und ich weiß nicht was alles. Und haben nur mit Lehren und falsche Lehren und Meinungen und solche Dinge zu tun. Dann sagen wir dennoch, Bruder, ich liebe dich. Weil in uns fließt dasselbe Blut. Nämlich das Blut, das uns reingemacht hat. Jesus. Richtig? Und dann verliere ich nicht den Blick, wie ich vorhin gesagt habe, was Gemeinde bedeutet. Sonst geht es nur um mich. Dann mache ich auch die Türen zu und lasse keinen mehr rein. Und schotte mich ab. Und lass nicht mehr zu, dass die Gemeinde wächst und weiter sich entwickelt. Sondern will immer nur das halten, was ich gerade habe. Und diese Mentalität sehe ich zu oft und es macht mich kaputt. Ganz
Ganze Gemeinden haben diese Art zu halten, was sie haben. Warum sollst du halten? Wo lest du das im Wort? Warum soll ich halten, was ich habe? Die Gemeinde habe ich doch gar nicht. Die Gemeinde habe ich doch gar nicht. Das Wort, was hier steht, das ist doch gar nicht an die Gemeinde gerichtet. Sondern die Gemeinde gehört doch Jesus, richtig? Die ist doch sein Eigentum, haben wir heute vorhin gesagt. Was kann mir genommen werden, was mir nie gehört hat? Vor was soll ich Angst haben? Hier bei uns, hier darf jeder predigen. Es sei denn, er tut euch Schaden, er tut euch Schlechtes. Dann wird er ein zweites Mal nicht kommen. Aber unsere Tür ist offen. Egal von welchem Missionswerke, egal von welcher Stadt, egal von welchem Hintergrund, das spielt uns gar keine Rolle. Liebst du Jesus, dann bist du mein Bruder. Und alles andere vertraue ich ihm, denn immer noch er ist der Chef in dieser Gemeinde. Immer noch er. Und deshalb will ich uns sagen, wir gehören zum Leib, wir sind Geschwister, aber jetzt kommt es, wir haben einen Vater. Ein Vater. Wir haben einen Vater. Es gibt nur einen Vater. Alle, die an Christus glauben, haben einen Vater. Aber Paulus redet davon, dass es zwei Mütter gibt. Zwei Mütter. Jetzt frage ich dich, sind die trotzdem Geschwister? Ja. Fließt trotzdem dasselbe Blut in ihre Adern? Ja. Aber wir wissen alle, eine Mutter ist was ganz Besonderes. Eine Mutter ist dein Herz. Richtig? Hier spricht Paulus davon. Und zwar in Galater 4, Vers 22. Tut Paulus den Vergleich nehmen von Hagar zu Sarah. Die Bibelleser wissen, von was ich jetzt spreche. Hier geht es darum, dass Paulus, der gute, gute Prediger, der Gnade und Liebe Gottes, die in Christus ist, tut seinem Volk den Unterschied erklären mit diesem Beispiel von der Frau Abraham Sarah und von Hagar, die Magd. Die Magd war keine Freie. Und Paulus nimmt hier den Vergleich und sagt zu Hagar, das ist der Vergleich zu Sinai. Damit geht es um den alten Bund. Er nimmt den Vergleich und sagt, Hagar ist das Bild auf den alten Bund. Und Sarah, die den Sohn der Verheißung Abraham geschenkt hat, ist der Bild des neuen Bundes. Der Sohn der Freien. Ich lese mit euch aus Galater 4, Vers 22. Und die Verse sind wirklich hochinteressant. Ich kann dir nur raten, lese dir nochmal ganz in Ruhe, wenn du zu Hause bist, durch diese ganzen Verse. Ich lese euch nur diesen einen. Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der Freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, Vers 24, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft kam, das ist Hagar. Vers 25, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen, Sarah. Und er sagt hier, das obere Jerusalem, wisst ihr, was damit gemeint ist? Die goldene Stadt. Die goldene Stadt. Das ist unsere Mutter. Frei. Die, die so arg an dem Gesetzlichen hängen, greifen wir die an? Nein. Tun wir sie verfolgen? Nein. Aber hier heißt es, sie werden immer uns verfolgen.
weil sie uns immer maßregeln wollen und uns erklären wollen, was wir zu tun und zu lassen haben. Obwohl wir wissen, wir sind frei. Ich bin erkauft durch des Lammes Blut und mich kann niemand mehr von meinem Jesus wegholen. Ich bin wiedergeboren im Herzen, er hat mir neues Leben geschenkt. Nicht nur eines Tages im Himmel, hier schon auf Erden. Und deshalb sagt die Bibel, die in Christus sind, sind vom Tod ins Leben hindurchgedrungen und kommen nicht ins Gericht. Und deshalb sage ich euch, wir haben diesen Sinn, diesen Blick. Das Haus Gottes ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist die Braut, die gehört ihm. Und wir haben erkannt, dass Gott Liebe ist. Und wir sind frei im Herzen. Und wir haben mit allen, die in Christus sind, einen Vater. Und dasselbe Blut ist in unserem Herzen. Und deshalb lieben wir alle. Und auch wenn sie gegen uns sind, wir werden damit nicht aufhören. Gott mag uns Kraft dazu schenken. Denn der Sinn und die Kraft dazu kommt alleine von ihm. Aus uns kommt nichts Gutes. Und so will ich mit euch jetzt zum Schluss kommen. Und ich will noch ein paar Verse lesen. Hier aus 1. Johannes 4. Und wir kennen die Verse, die ich so sehr liebe. Denn sie erzählen uns von der Eigenschaft, von der Art, wie unser Gott ist. Geliebte, steht hier, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Ein Prophet redet Dinge, die von Gott sind. Und manchmal wird über Gott Dinge gesagt, die gar nicht stimmen. Dieser furchtbare, weit entfernte, strafende, grausam grimmige Gott, den habe ich noch nie kennengelernt. Denn mein Gott ist Liebe. Wir lesen weiter. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Kinder, ihr seid, Vers 4, aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir haben mit der Welt nichts gemeinsam. Gewöhn dich an anders. Gewöhn dich an anders. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das ist dein und mein Weg. Amen. Das ist unser Weg. Und ich hoffe, du hast verstanden, was ich uns heute sagen wollte. Und du sollst mit diesem, was in deinem Herzen ist, dieses sollst du nicht verlieren. Bei Gott geht es um Liebe. Und ich musste die ganzen Tage denken, die Pharisäer, meinst du, sie waren entfremdet? Meinst du, sie waren befremdet? Als sie Jesus erlebt haben, wie der mit den Menschen umgeht? Der Jesus war ganz anders. Die Pharisäer waren so ehrbar. Mit ihren Decken, mit ihren Quasten, mit ihren Locken. Mit ihren ganzen Gebräuchen, mit ihren Traditionen, mit ihren Rängen, mit ihren großen Ansehen, ihre große, große Vollmacht, die sie hatten über das Volk. Und auf einmal kam Jesus und war ganz anders.
diesen Jesus will ich kennenlernen mehr. Du auch? Deshalb sage ich dir nochmal, gewöhn dich an anders. Jesus ist ganz anders. Hast du gute Meinung über ihn? Er ist besser. Liebst du ihn? Er liebt dich noch viel mehr. Und er hat dich sogar zuerst geliebt. Kannst du mit ihm einen Schritt gehen? Kannst du ihm vertrauen? Du kannst dich in seine Hände fallen lassen. Und er wird für dich sorgen. Ich will mit dir beten und dann gehen wir in die Anbetung weiter. Vater, ich danke dir, dass wir dürfen dein Wort lesen, dass wir dürfen dich verstehen, dich immer mehr kennenlernen, wie du wirklich bist. Ich danke dir, Herr, dass wir dürfen Liebe in unserem Herzen haben, weil du ausgegossen hast deinen Geist in uns. Und Herr, wir wollen dich noch mehr lieben, noch mehr dich kennen, noch mehr dir treu sein, dir nachfolgen, noch mehr uns daran gewöhnen, dass du ganz anders bist, wie diese Welt ist. Und dass du mit diesen ganzen religiösen Dingen so wenig zu tun hast. Du bist real. Und du wirkst in unserem Leben. Lass uns die Menschen sehen mit deinen Augen. Und vor allen Dingen bitte ich dich heute, lass uns Botschafter sein für die Wahrheit. Und die bist du. Schenk du in uns, und jetzt gerade, wenn wir hier beten als Gemeinde, bitte ich dich, dass du Gaben und Berufungen verteilst, dass wir Mund, Augen, Ohren, Hände und Füße sind. Zeig uns du, Herr, wo wir Menschen kennen, dienen, helfen, ob finanziell, ob in Wort, ob in Tat, ob im Zuhören oder einfach nur deine Liebe weitergeben. Danke, Jesus, dass du uns segnest und dass du unsere Herzen in deiner Hand hältst, Herr. Und ich spreche über uns alle aus den wunderbaren Segen Gottes, der im Namen Jesus uns verheißen ist. Amen. Amen. Lasst uns ein Lied singen. Was soll ich sagen? All about Jesus. Nur Jesus und Jesus ganz allein. Die große Liebe des Vaters ist Jesus. Und wer Jesus liebt, der ist vom Vater geliebt. Und das können wir sagen, und wir sagen Dankeschön, dass ihr heute da wart in diesem Gottesdienst und dass der Segen, den ihr heute empfangen habt, mit euch geht, auf euch bleibt und euch verändert in dem Bilde des Sohnes Gottes. Und wir wünschen euch alle reichlich Gottes Segen, dass ihr gekommen seid, und so warm war es auch nicht. Der Herr bringt seine Kühle, seine Frische, seine Brise über unsere Herzen, einfach über unseren Geist. Und diese Ruhe. Wir wünschen euch alle Gottes reichen Segen. Kommt alle gut nach Hause. Wir machen weiter. Eine gute Zeit steht noch vor uns. Der Herr hat noch wunderbare Dinge vorbereitet. Ich sehe, dass unser Bruder Zule sogar heute da ist. Menschen sind gekommen. Auch sie haben sich nicht zurückhalten lassen. Weil das ist das, was der Mensch verlangen hat. Er möchte in der Gegenwart Gottes sein. In der Nähe Gottes. Seine Gegenwart. Und allein nur ihn. Ihn alleine. Gottes reichen Segen für euch alle. Wir sind nächste Woche wieder da. Wir machen weiter mit unseren Gottesdiensten. Wir machen weiter mit unserem Lob. Wir machen weiter mit unserem Bekenntnis. Wir gehen den Weg weiter mit Jesus. Ja, Gottes Segen. Gottes reichen Segen. Jeden Tag aufs Neue spür ich deine Liebe.